2005 ist Adriano einer der besten Stürmer der Welt. 23 Jahre alt und Welttorjäger. Aus den Favelas Rio de Janeiros in die Elite des Fußballs. Er lebt seinen eigenen Traum. Er schießt Brasilien erst zur Copa America, anschließend als bester Spieler des Turniers zum Confed Cup. Und im nächsten Jahr, da soll er sein Heimatland zum WM-Titel tragen. Aber daraus wird nichts. Im Gegenteil, so gut wie Adriano 2005 war, sollte er nie wieder sein. Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ja, das ist eine Floskel, aber der Fußball hat halt auch schon so wahnsinnig viele gute Geschichten geschrieben. Und in diesem Format hier werde ich euch von diesen Geschichten erzählen. Zum Beispiel von den kleinen Geschichten, über die man häufiger sprechen sollte, bis hin zu den ganz großen Geschichten, über die man gar nicht häufig genug sprechen kann. Zum Beispiel heute, eins der größten What-Ifs der Fußballgeschichte. Da ist dieser hochtalentierte brasilianische Junge, dessen Stern ganz schnell auf und dann auch ganz schnell wieder untergegangen ist. Und um diesen Absturz besser verstehen zu können, müssen wir zurück ins Jahr 1992. Weil da ist etwas passiert, das viele Jahre später dafür sorgen sollte, dass die Geschichte von Adriano eine der tragischsten der Fußballwelt wurde. Adriano lebt im Bezirk Vila Cruzeiro, einer der ärmsten und gefährlichsten Orte Rio de Janeiros. Einer Gegend, in der die Drogenmafia Comando Vermelho das Sagen hat und in die sich die Polizei bis heute nur mit Spezialeinheiten traut. So auch im März 92. Die Polizei stürmt die kleine Favela und eine Kugel trifft Almir Ribeiro am Kopf. Es ist Adrianos Vater. Er überlebt, doch weil sich die Familie eine Operation nicht leisten kann, bleibt die Kugel in seinem Kopf. Mit fatalen Folgen, wie sich viele Jahre später herausstellen sollte. Fußball ist Adriano sehr wichtig. Schon mit 7 ist er in der Jugend von Flamengo. Aber seine Familie ist alles für ihn. Er beschließt, mit Fußball Geld verdienen zu wollen, um seine Familie ernähren und irgendwann die Operation seines Vaters zahlen zu können. Für diesen Traum arbeitet er hart, scheint aber nicht besonders talentiert zu sein. Als Verteidiger steht er mit 15 kurz vor dem Rauswurf bei Flamengo. Erst als man ihn als Stürmer einsetzt, nimmt seine Karriere Fahrt auf. Sehr viel Fahrt, um genau zu sein. Es geht dann alles ziemlich schnell. Er kommt zu seinem ersten Profieinsatz bei Flamengo, trifft nach 5 Minuten und bereitet danach im selben Spiel noch 3 weitere Tore vor. Wird mit Brasiliens U17 Weltmeister, Torschützenkönig bei der U20 WM und wechselt schließlich zu Inter Mailand. Der große Schritt nach Europa. Doch er hatte, wie viele andere südamerikanische Talente auch, Startschwierigkeiten in der neuen Heimat. Per Laie ging's nach Florenz, danach zu Parma. Damals waren noch so Co-Ownerships ein großes Thema. Er gehörte zur Hälfte Parma, zur Hälfte Inter, war ein bisschen kompliziert, aber auf jeden Fall musste Inter ihn zurückkaufen, nachdem er bei Parma richtig aufgeblüht ist. Zurück bei Inter wurde er schnell zu einem der besten Stürmer der Welt. Er war so dominant und angsteinflößend auf dem Platz, dass man ihn den Imperator taufte. Er hatte alles. Den Körper eines Strafraummonsters, das Tempo eines Flügelstürmers und die Technik eines Weltklasse-Dribblers. Man bezeichnete ihn als die Mischung aus Ronaldo und Ibrahimovic. Ach ja, und sein Schuss? Wie ein Strahl. Jeder, der irgendwann mal Pro Evolution Soccer 6 gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Bei Flamengo gibt's übrigens bis heute das Gerücht, dass er bei seinem ersten Training mit den Profis den Ball so hart an den Pfosten geschossen hat, dass er bis zur Mittellinie zurückgeflogen ist. Er sagt, es sei wahr. Sein Weg war eigentlich vorbestimmt. Brasiliens neues Aushängeschild sollte er werden. Der beste Stürmer der Welt natürlich und ein Ballon d'Or-Gewinner. Er wird Fußballgeschichte schreiben. Er wird bei den nächsten 3 Weltmeisterschaften spielen, ganz sicher. Geschichte geschrieben hat er, nur leider anders als gedacht. Denn, was die meisten nicht wussten, er war eine tickende Zeitbombe. Auf dem Platz war er der Imperator, der überragende Spieler. Innerlich hat ihn eine Sache immer weiter aufgefressen. Der Tod seines Vaters. Schon 2004 starb Almir Ribeiro an den Spätfolgen seiner Schussverletzung. Er war gerade mal 45 Jahre alt. Sein Sohn spielte danach erstmal weiter auf Weltklasseniveau. Zwischen den Spielen allerdings fiel er von einem Loch ins nächste. Litt an einer schweren Depression, schlief wenig und trank viel. Viel und häufig. Er kam regelmäßig, ohne geschlafen zu haben und noch betrunken zum Intertraining. Und das machte sich natürlich auch irgendwann in seinen Leistungen bemerkbar. Ich meine, haben wir uns nicht alle irgendwie gewundert, warum dieses brasilianische Wunderteam mit Adriano, Ronaldo, Ronaldinho und Kaká bei der WM 2006 nicht funktioniert hat? Warum Adriano ein Schatten seiner selbst war? Viele Jahre später sagt er über diese Zeit: Der Tod meines Vaters hat mich mental sehr mitgenommen.
Ich war nicht mehr ich selbst. Ich hatte keinen Spaß mehr am Fußball. Deshalb gab er auch den Traum vom europäischen Topfußball auf und ging zurück nach Brasilien. Für seine Gesundheit, für seine Lebensfreude. Mit 26 Jahren war die Karriere von Adriano quasi vorbei. Sie war es noch nicht offiziell, aber die Karriere auf Top-Niveau war es auf jeden Fall. Aber der Wechsel nach Brasilien half. Seine Lebensfreude kam zurück, seine Freude am Fußball aber, wenn überhaupt, nur kurzzeitig, als er Flamengo als Torschützenkönig zur Meisterschaft schoss. Aber danach, sein zweiter Anlauf in Europa zum Beispiel bei der Roma, war ein einziges Trauerspiel. Er war übergewichtig, außer Form und verpasste eine Trainingssession nach der anderen. Das hat sich bis zum Ende seiner Karriere nicht mehr geändert. Seitdem wurde viel über Adriano berichtet und gesprochen. Es tauchten Bilder auf, die eine gewisse Nähe zur Drogenmafia vermuten lassen. Und er wurde sogar wegen des Verdachts auf Drogenhandel angeklagt. Bilder mit vergoldeten AKs gingen durch die Medien, Berichte über teure Partys mit Prostituierten, Berichte darüber, dass er einer Frau aus Versehen in die Hand geschossen haben soll. Es wurde sogar gemunkelt, dass er sein komplettes Vermögen verloren oder versoffen habe und wieder in den Favelas lebe. Einiges davon wurde widerlegt, einiges bestreitet er, einiges werden wir nie erfahren. In den Favelas lebt er auf jeden Fall nicht, sondern ist da nur regelmäßig zu Besuch bei alten Freunden. Am Ende kommt man immer wieder zurück zu diesem Vorfall 1992. Was wäre gewesen, wenn es den nie gegeben hätte? Wäre er dann überhaupt Profi geworden? Weil er hat ja danach schon den Ehrgeiz entwickelt, Profi zu werden, um das Geld zu verdienen. Gleichzeitig hat dieser Vorfall aber auch seine Karriere wieder frühzeitig beendet. Was wäre gewesen, wenn sein Vater sich hätte operieren lassen? Angeblich hat er sich nicht getraut, weil das Geld hätte Adriano auf jeden Fall gehabt. Aber was wäre vor allem gewesen, wenn Adriano nicht auf dem Karrierehöhepunkt einen der wichtigsten Menschen in seinem Leben verloren hätte? Das alles werden wir nie erfahren. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, Kanal abonnieren für alle, die es noch nicht gemacht haben und einen Vorschlag vielleicht für die nächste Geschichte, die der Fußball geschrieben hat, in die Kommentare.